liebe Zuschauer, schön, dass Sie uns wieder begleiten. Wir begrüßen Sie heute vom See, mitten in Stassfurt. Was sagen Sie? In Stassfurt gibt es doch keinen See, nicht mal einen Teich. Da fließt bestenfalls die Bode. Das war einmal. So ist es. Vor Jahrhunderten gab es hier noch ein Stadtzentrum mit Straßen, Häusern und einer Kirche. Aber unter der Stadt erstreckte sich ein Stollenlabyrinth aus der Zeit des Kali-Bergbaus. Und das ist nicht ohne Folgen geblieben. Das Stadtzentrum senkte sich dramatisch. Aber pünktlich zum 1200. Stadtjubiläum gelang den Stadtvätern ein großer Umgestaltungswurf. Aus der Not wurde eine Tugend gemacht und zugleich eine Freude für alle. Ein kleiner Stadtsee. Und wir wollen heute, anlässlich des Stadtjubiläums, uns erinnern an Begegnungen und Erinnerungen hier in Stassfurt. Na, und wenn wir schon mal so ein schönes Plätzchen gefunden haben, so zentral gelegen, dann beginnen wir doch gleich mit einem Stadtbummel. Fußlahm in Stassfurt. Das geht überhaupt nicht. Wer dieses Städtchen per Pedes ergründen will, der sollte sich auf seine Wanderfüße verlassen können. Genau, Altstassfurt, Stassfurt und Leopoldshall. Drei Stadtteile, das zieht sich. Quer durch die Stadt schlängelt sich die Bode. Schmucksaniert zeigt sich Altstassfurt, ein Stadtviertel, das vor 150 Jahren mit der wachsenden Industrie entstand. Von den ganz alten Häusern im Stassfurter Zentrum gibt es nicht mehr allzu viele. Der Bergbau hatte Stassfurt untenrum ausgehöhlt. Die Erde senkte sich. Häuser wurden schief, stürzten ein oder wurden abgerissen. Das betraf natürlich auch die alte Stadtmauer. Sie hatte ein ähnliches Schicksal wie das Kolosseum in Rom. Manche Steine wurden zum Häuslebauen stibitzt. Viel ist von der doppelten Mauer nicht geblieben. Aber eine Ahnung von der Wehrhaftigkeit der Stassfurter, die bekommt man schon. Besonders im alten Rondell, wo die Kanonen standen. Klopft man an dieser Kapelle an, dann kann man etwas ganz Besonderes finden, den Stassfurter Schnitzaltar. 15. Jahrhundert. Keine spezielle Auftragsproduktion, gekauft mit Talern aus dem Ablasshandel bei einem Altardiscounter in Brüssel. Dass die Stassfurter sich gelegentlich einen etwas verwegeneren Blick über den Tellerrand leisten, das belegt auch dieses Schiff mitten in der Stadt. Das Verwaltungshaus. Viele der alten Häuser haben wieder ihren alten Glanz gefunden. Wenn man bedenkt, dass so manches Viertel in den 80er Jahren zum Flächenabriss vorgesehen war. Aufmerksame Spaziergänger können an etlichen Bauwerken und an vielen Fassaden erkennen, Stassfurt muss einst eine sehr wohlhabende Stadt gewesen sein. Die prächtigen Bürgerhäuser aus den Gründerjahren nach 1870, sie erleben heute einen neuen Frühling. Dieser Adler, der früher einmal vornehme Hotelgäste begrüßte, gehört zu den interessanten Häusern im alten Zentrum in der Steinstraße. Genauso wie das mittelalterliche Werdenslebensche Haus. Hier residierte für einen historisch kleinen Augenblick Tilly, heute das Jugendblasorchester. Dieses Orchester ist ein Freizeit-, man könnte auch sagen, ein Feierabendorchester. Das sind junge Leute aus Stassfurt und Umgebung. Ihr Probenort, und das ist Ansporn genug, ist die Bühne des Salzlandtheaters der Bodestadt. Ihr Repertoire wird in der Gemeinschaft festgelegt und bis zur Auftrittsreife eingeübt. Und dann kommt natürlich die Begegnung mit dem Publikum. Obenan die Volksfeste, Firmenjubiläen und so mancher Wettbewerb. Sag mal, Andreas, diese kleinen, niedlichen Figuren, die sind doch neu in dieser Stadt, oder? Keine Ahnung. Aber Köthen ist ja gar nicht weit.
Du meinst kleine Kühe aus Kuka-Köten? Naja, also wenn ich es mir so richtig anschaue, wie Kühe, sieht das hier eigentlich nicht aus in der Stadt. Wenn man sich durch Schwänzchen anschaut, ein Schaf könnte es sein. Im Stassfurter Stadtwappen findet man nämlich ein Schaf. Da fragen wir aber lieber die Frau Bremer von der Stadtinformation hier in Stassfurt. Soll das ein Schaf sein? Ja, das ist richtig. Das ist ein Schaf. Das ist unser Kalinchen. Ist aus einer Idee des Theaterfördervereins geboren. Und in ganz Stassfurt finden Sie jetzt so schön bemalte, bunte Kalinchen. Na, da werden sich ja die Besucher freuen. 1200 Jahre Stassfurt, das muss natürlich gebührend gefeiert werden. Was steht denn da so alles auf dem Programm? In der nächsten Woche ist das Open-Air-Konzert am Löderburger See mit Big Tänzchen-Tee. Eine Woche später ist ein großer Triathlon-Wettbewerb ebenfalls am Löderburger See. Und im November ist dann unsere Abschlussveranstaltung Stassfurt in Flammen zu unserem diesjährigen Jubiläum. Und am 23. und 24. September, da dürfen wir uns auf das letzte Lokschuppenfest freuen in diesem Jahr, welches im Traditionen-Eisenbahn-Betriebswerk stattfindet. Apropos Lokschuppen, da geht wirklich immer richtig die Post ab. Wir konnten uns schon oft davon überzeugen. Schauen Sie mal. Das Traditionsbahnbetriebswerk Stassfurt. Hier finden wir besagten Lokschuppen. Und der hat es im wahrsten Sinne des Wortes in sich. Mehrmals im Jahr öffnen die Stassfurter Eisenbahnfreunde ihre heiligen Hallen. Und dann kommt ordentlich Leben in die Bude. Genau, dann wird Dampf in die Kessel gebracht. Und die schönen alten Dampflokomotiven kommen in Schwung. Das sind immer wieder Bilder, die man gar nicht oft genug sehen kann. Und nicht nur zum Zugucken aus der Ferne. Nein, Auge in Auge mit den dampfproduzierenden und Bewegung auslösenden technischen Gewalten. Ja, Lokführer. Das wollte ich schon immer werden. Das ist mir neu. Seit 1990 gibt es den Verein der Eisenbahnfreunde in Stassfurt. Über 70 Mitglieder hat die Truppe und Berufseisenbahner sind oder waren wahrlich nicht alle. Zum Vereinsrückgrat gehören die echten Eisenbahnverrückten, die Seiteneinsteiger. Und deren Frauen. Außerdem zu den Mitgliedern zählen nicht nur die Stassfurter. Der Verein begreift sich als ein deutschlandweiter, bitte auch europaweit. Und dann wollen wir mal nicht die Sammler vergessen. Gutes und echtes Mützenwerk. Deutscher Eisenbahnadler auf Metallgrund. Zugschilder in alle nur möglichen Reiserichtungen. Und überhaupt so ziemlich alles, was Eisenbahnerherzen höher schlagen lässt. Bei den kleinen Mädels, wie bei den nicht mehr ganz taufrischen Freunden. Lokleitung Schulze aus 33 mit der 50er nach Gleis 11. Als kleiner Tipp am Rande, im Herbst nach Stassfurt, Stichwort Ehrenlokführer. So, jetzt geht es in den Stassfurter Tierpark. Das kleine Café am Eingang, das heben wir uns auf. Aha, na das hören wir nicht oft von unserem Andreas. Vicky, bitte, ja? Jetzt ist pure Erholung angesagt. Überredet, hier muss es einem einfach gefallen, wo man doch überall richtig gehend erwartet wird. Das ist mehr als nur die pure Neugierde. Das denke ich mir so jedenfalls. Das setzt sich fort. Das ist ja überall so. Der Tierpark Stassfurt hat durchweg eine private Atmosphäre. Alles gerade wie zu Hause. Bis auf einige kleine Besonderheiten, die man aber wegstecken sollte. Wer rechnet denn hier mit einem Saurier? Schau mal, der lebt wirklich. Du olles Kamel, du! Nimm dir mal ein Beispiel an diesem wirklich lieben Gesellen. Na, na, bitte keinen Ärger. Hast du Lust auf Mäuse? Ich
weiß, hier kann man Vorurteile abbauen. Aber ich habe keine Vorurteile. Außerdem ist es Zeit, darauf hinzuweisen, dass der Stassfurter Tierpark in der Trägerschaft der Lebenshilfe Sachsen-Anhalt ist. Eine überaus glückliche Fügung. Und dabei ist es hier noch lange nicht geblieben. In der Stadt an der Bode trifft man wohl auf eines der interessantesten Kinderprojekte Sachsen-Anhalts. Ein integrativer Kindergarten, ein Haus, das mit viel Liebe gestaltet und mit sehr viel persönlicher Zuwendung im Alltag besteht. Und so sicher auch Maßstäbe setzt. Kleine, behinderte und nicht behinderte Menschen verbringen gemeinsam die Tage und bewältigen gemeinsam ihr tägliches Erlebnispensum. Das Gruppenerlebnis gehört zu den Grundprinzipien der Lebenshilfe-Idee. Das Integrieren von behinderten Menschen in den Alltag eines Dorfes, einer Stadt, einer Region. In Stassfurt ist man vollherzig in diese Aufgabenlösung eingestiegen. Die Leistungen aus den Behindertenwerkstätten sind eine nicht mehr wegzudenkende Größe im Funktionieren der Stadt. In der Floristenwerkstatt oder bei den Tischlern, wo es nicht anders zugeht als in den Betrieben nebenan. Überall entstehen Dinge, auf die man anderswo wartet, die sich im Verkauf dem Alltag stellen. Produkte, die notwendig sind. Auch in der Wäscherei. Die Stassfurter lassen heute ihre Wäsche bei der Lebenshilfe waschen. Ein Betrieb unter Betrieben. Alltag. Mit dieser ausgesprochenen vielfältigen Angebotspalette hat die Lebenshilfe Stassfurt in Sachsen-Anhalt einen Spitzenplatz eingenommen. Ähnliches geschieht im Berufsförderungswerk. Stassfurt ist in Sachsen-Anhalt sein Hauptsitz. Im Mittelpunkt stehen Behinderte und von einer Behinderung bedrohte Menschen. Oft Leute, deren Gelderwerb durch Berufskrankheiten ins Schleudern kam, deren Leben durch Krankheiten aus dem Gleichlauf geriet. Hier wird umgelernt, umgeschult an modernsten Geräten und Maschinen, immer praxisnah. Und hier wird auch therapiert. Die Ganzheitlichkeit ist Programm. Die Kursteilnehmer werden fit gemacht. Immerhin 7 von 10 Teilnehmern finden danach wieder eine feste Anstellung. "1200 Jahre Stassfurt", dazu gehört natürlich auch ein Heimatmuseum. Und dieses Museum, Sie sehen es um uns herum, ist ein sehr technisches Haus. Das sind alles Gerätschaften, die man damals für den Bergbau brauchte. Über Jahrhunderte ist die Entwicklung der Stadt mit dem weißen Gold, dem Speise- und Kalisalz verbunden. Die ersten Kalischächte der Welt wurden hier in den Stassfurter Sattel tief in die damals preußische Erde getrieben. Und so wurde Stassfurt zur Wiege des weltweiten Kalibergbaus. Und wer dazu noch mehr wissen will, dem empfehlen wir den Museumsbesuch. Ein Haus voller wunderbarer Kristalle. Untersetzt mit allerlei Abbaugerätschaften. Wichtig werden in diesem Zusammenhang die Leistungen von Dr. Adolf Frank, dem einstigen Chemiker aus der Stassfurter Zuckerfabrik. Und die Erkenntnisse eines gewissen Justus von Liebig, der sich unter anderem mit dem Wachstum von Pflanzen beschäftigte. Stassfurt erlebt man im Museum als eine Stadt der Bergleute. Aus allen Teilen Deutschlands kamen sie einst. Hier wollten sie ihr Glück machen. In der Landschaft rund um Stassfurt wurde so deutsche Industriegeschichte geschrieben. Bergbaugeschichte. Weil die alten Salinen nicht mehr wirtschaftlich waren, hoffte man in der Tiefe der Erde, reines Steinsalz als Speisesalz fördern zu können. Von einer alten Saline aus ging es in die Tiefe. Man traf auf ein gewaltiges Steinsalzgebirge. Aber nicht das Steinsalz machte Geschichte, sondern die bunten, bitteren Kristalle aus Magnesia und Kalisalzen.
Das hatte man bei der Eröffnung wohl noch anders erhofft, aber die Investition wurde trotzdem zum vollen Erfolg. Wurden die bunten Salze anfangs noch zu Abraumsalzen erklärt und nicht beachtet, hörte dies mit einem Schlag auf, als Justus von Liebig erkannte, dass dieses schlechte Salz ein hervorragender Dünger war. Das Kalisalz aus Staßfurt wurde zum Gold der Region. Es geriet zum Verkaufs- und Exportschlager. Eine chemische Industrie für die Landwirtschaft entstand. Über 33 Chemiebetriebe wurden nach 1860 gegründet und waren mehr oder weniger erfolgreich. Immer neue Schächte wurden abgeteuft. Von Staßfurt aus wurde der Weltkalihandel beherrscht. Hier residierte das Kali-Kartell. Bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Geblieben bis heute ist das Sodawerk. Seit 120 Jahren wird produziert. Das Salz wird nicht mehr von Bergleuten gebrochen. Rohsohle kommt aus der Tiefe des alten Salzgebirges. Das Wasser holt es aus der Erde und wird auf modernen Anlagen in Staßfurt zu Soda und Natron verarbeitet. Zu den historischen Highlights der Stadt gehören natürlich ohne Zweifel die Rundfunkgeräte aus Staßfurt. Ein Stück deutsche Rundfunk- und Fernsehgeschichte. Seit 1923 entstehen hier alle möglichen Radios und Fernseher. In den DDR-Jahren wurden hier am Stadtrand von Staßfurt Fernseh- und Rundfunkgeräte in erheblichen Mengen unter den Buchstaben RFT Staßfurt produziert. Heute wird diese Tradition unter dem Namen Technisat fortgesetzt. Seit Herbst 2005 werden die hochwertigen Technisat-TV-Geräte der Produktlinie HD Vision produziert. Außerdem digitale Receiver für den Sat-Kabel und terrestrischen Empfang. Für mich immer noch eine Welt voller technischer Rätsel, also genau der rechte Ort für unsere Rätselauflösung. Genau. Wir behaupteten in der letzten Sendung, dass es auf der Landesgartenschau in Wernigerode nur einen Garten gibt, der ganz aus Kunst besteht. Ja oder nein? Ja, das ist eigentlich richtig. Obwohl man natürlich überall auf der Gartenschau ganz viel Kunst entdecken kann, gibt es nur einen Garten, diesen hier, der wirklich nur aus Kunst besteht. Auf das Wochenende in Wernigerode darf sich Susanne Kantak aus Berlin freuen. Und das Sachsen-Anhalt-Buch schicken wir zu Martha Müller in Nordhorn. Herzlichen Glückwunsch. Und nun unser neues Rätsel. Bei all der Elektronik hier in diesem Raum, vielleicht etwas Technisches? Eher nicht. Die Staßfurter bedienen auch noch ganz andere Traditionslinien, auch die nahrhaften. Hinter diesem sachlich wunderbar optimistischen Gebäude rattern etliche Maschinen. Hier entstehen Würste. Vorzugsweise Teewürste, alle mit der etwas geheimnisvollen Bezeichnung Rügenwalder. Aber wo ist Rügenwalde? Wir sind in Staßfurt, des Rätsels Lösung. Rügenwalde war bis Ende des Zweiten Weltkrieges eine deutsche Stadt im heutigen Polen. Und in diesem Rügenwalde wurde von einigen Fleischwarenfabrikanten eine irrsinnig beliebte Teewurst nach alten regionalen Rezepten produziert und quer durch Europa verkauft. Nach dem Krieg nahmen sich einige dieser Fabrikanten aus Rügenwalde ihre Rezepte und begannen verstreut in ganz Deutschland Rügenwalder Würste herzustellen. Und diese und wirklich nur diese echt aus dem alten Rügenwalde kommenden Familien dürfen heute Rügenwalder Teewurst herstellen. Das hat der Bundesgerichtshof bestätigt. Wahr oder unwahr? Schreiben Sie an den MDR Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt, Stadtparkstraße 8 in 39 114 Magdeburg, Kennwort unterwegs Staßfurt. Der Gewinner darf sich auf ein Wochenende in Staßfurt freuen. Außerdem verschicken wir wieder ein Sachsen-Anhalt-Buch. Sag mal, mein Lieber, wo geht's denn jetzt hin? Wir haben doch wohl einen kleinen Hunger. Ja, jetzt zeige ich dir Bulgarien in Staßfurt. Hier habe ich vor einiger Zeit dem Koch über die Schulter geschaut. Im Hotel und Restaurant Burgas betritt man atmosphärisch betrachtet bulgarisches Territorium. Stefan Tschetschkow ist seit über 20 Jahren hier, schmeißt den Laden und sorgt für die nötige Balkan-Atmosphäre. Die vollendete Verführung kommt natürlich aus der Küche. Traditionelle Gerichte.
Wir kochen heute ganz tolle Sachen, Stefan. Eine Suppe und eine Hauptspeise. Was für eine Suppe kochen wir? Also wir kochen eine der beliebtesten Suppen Bulgarien. Das ist die Manastirska Bobchorba. Das ist die weiße Bohnensuppe. Aha. Gleich vorweg, ohne Fleisch, nur Gemüse. Zuerst werden Zwiebeln, am besten frische Lauchzwiebeln, in feine Ringe geschnitten. Ganz wichtig, Sellerie erst in Streifen, dann in kleine Würfel schneiden. Es folgen Mohrrüben, die werden zuerst schräg in schmalste Scheiben geschnitten und dann in dünne Streifen. Etwas Pflanzenfett in den Topf und kräftig erhitzen. Das frisch geschnittene Gemüse kommt hinzu, alles schön umrühren. Circa 2 Liter Gemüsebrühe werden jetzt aufgefüllt. So. Die Hauptsache fehlt noch, die großen Bohnen. Die haben bereits eine Quellzeit von 8 Stunden hinter sich und müssen jetzt noch gut 3 Stunden mit unserem anderen Gemüse köchern. Nach den 3 Stunden gehören geschnittener bunter Paprika und geschälte Tomaten hinein. Noch einmal für eine Viertelstunde in die fast fertige Suppe. Wer scharf will, gibt eine Chilischote dazu. Und andere Gewürze? Nur Salz und reichlich Minze. Fertig ist die Suppe. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptgericht. Das ist der Kawarma Kebab. Frisches Schweinefleisch ohne Fett und Knochen wird gewürfelt, ein gutes Kilo. In heißes Öl wird das Schweinefleisch hineingerührt. Salz, grober Pfeffer und reichlich Paprikapulver bringen Würze und Farbe. Zum Ablöschen nehmen wir eine kräftige Brühe. Hinterher kommen Lauchzwiebeln oder Porree. Das alles köchelt etwa eine Stunde. Und jetzt kommt die Leber an die Reihe. Kleinschneiden, würfeln und in den Topf. So, wir tun auch die restlichen Gemüse zu dem Leber dazu. Die Peperoni, die Paprika und die geschälte Tomaten. Das wichtigste Gewürz, Schubrica, zum Schluss. Ja, das ist eine Art Bohnenkraut. Und Rotwein. Die Arbeit in der Küche ist geschafft. Ab ins Restaurant. Sieht das lecker aus. Bulgarische Bohnensuppe und Kawarma Kebab. Ja, natürlich, dazu darf nicht die Schopske-Salat fehlen. Natürlich nicht. Guten Appetit. Schleife, du bon Appetit. Der Löderburger See nordwestlich über Stassfurt gelegen ist für Wasserfreunde eine wirklich ganz besondere Adresse. Für Schwimmer, für Ruderer, für Bootsfreunde und für die ganz Mutigen auch. Na, Andreas, so mit Blick auf die kühnen Wassersportler, wie wär's? Ach, ich habe da schon mal ein paar Versuche gestartet. Liegt Jahre zurück, aber diese Bilder, die werden immer wieder gern genommen. Na hoppla, da sind wir aber gespannt. Ist das die neue Schutzkleidung? Mein Mutmacher, wenn der das schafft. Das hast du doch nicht wirklich, oder? Wie sollst du sonst mitreden können? Dein erster Satz, ich zieh den Hut. Jupp! Der Löderburger See ist für Geübte wie für Anfänger einfach ideal. Beim ersten Mal und bis man es richtig drauf hat, werden alle Utensilien gestellt. Für einen geringen Obolus. Das alles versteht sich als ein munterer Familiensport, je nachdem, wie elastisch man hier erscheint. Zwischen 2 bis 10 Anfangsversuche sollte man einkalkulieren. Außerdem einen saftigen Muskelkater, den kassieren alle Anfänger. Wassersport in Stassfurt geht aber auch noch ganz anders, an einem ganz besonderen Ort, im Solebad. Die Besonderheit ist das Wasser mit seinem Salzgehalt. Hier badet man in Meeresqualität. Eine kleine Sensation, versprochen. Bleibt die Frage, eine Laune der Natur? Ein Tribut des Bergbaus.
Ein gigantischer Erdrutsch, ein mächtiges Loch, das sich bald mit Salzwasser füllte. Ein sehr hochprozentiges Salzwasser. Eine Badeanstalt entstand, zur großen Freude der Stassfurter. Hier konnte man baden wie im Toten Meer. Ein Wasserfreudenparadies entstand, gerade wie am Meeresstrand, mitten in Deutschland. Aber vergessen wir die Bode nicht. Die Bode war Badefluss. Da konnte es schon passieren, dass die örtliche Sparkasse mal eben 15.000 Reichsmark für den Ausbau sponserte. Heute wird in Hohenerxleben investiert, auch an der Bode. Und wer mit dem Boot Bode abwärts kommt, der sieht irgendwann dieses kleine Schloss. Wir sind in Hohenerxleben. Und das gehört immer noch zu Stassfurt. Ein vorgelagerter Stadtteil sozusagen. Und da gibt es dieses altehrwürdige Schloss. Wir haben uns schon immer interessiert, wie es sich entwickelt hat. Schloss Hohenerxleben erschien uns wie ein verwunschenes Märchenschloss. Der Zahn der Zeit nagte an allen Ecken und Enden. Doch eine Handvoll junger Leute wuselte um Ingrid von Krosigk mit dem Ziel, dieses Schloss ganz neuartig zu beleben. Sie standen am Sisyphusberg und träumten von einer Akademie für Bewegung, Tanz und Musik mit Theatrum und Herberge. Einem Leben in Gemeinschaft, handyfrei und rauchlos. Nach Jahren ist einiges passiert. Hier kann man heute fürstlich schlummern. Die liebevoll ausgestatteten Zimmer sind einzigartig. Mit viel Liebe zum Detail wurde jedes Zimmer unverwechselbar gestaltet. Das Ausgangsziel einer Herberge wurde übertroffen. Überhaupt bei der Herberge ist es nicht geblieben. Anja Daubenspeck führt sie gerne in dieses sonderbare Gerät. Hier sind mehr als 360 Kilo Salz im Wasser aufgelöst. Man geht nicht unter und man spürt so Sachen. Waren Sie schon einmal bei einer Kosmetikerin, meine Herren? Nur wer es erlebt hat, der kann auch mitreden. Ach, Sie wollten immer schon einmal malen? Nicoline Kruse ist eingerichtet. Ein kleiner Kurs in die geheimnisvolle Welt der Malerei. Kein Problem. Wer es etwas handfester möchte, bitte spinnen, stricken und weben. Wie hätten Sie es denn gern? Hier in den Werkstätten wartet eine ganz besondere Form der Entspannung. Dazu gehört auch das Brotbacken. Nicht im Automaten, alles hübsch mit der Hand geknetet und geformt und im schönen, guten alten Backofen vollendet. Christine wird sie in alle Tricks einweisen. Ich sende sie hierher. Du weißt den Dienst. Und Theater wird gespielt. Hohenerxleben ist ein Theaterschloss. Ein kleiner Laden, ein Lädchen voller feiner Besonderheiten, der gehört dazu. Und hier findet man immer etwas. Hier bedient der Chef selbst. Also auf Hohenerxleben ist man eingerichtet, auf Sie. Und bevor wir uns im Schlossgarten umschauen, wollen wir uns erst einmal von Ihnen verabschieden. In der nächsten Woche sind die Dresdner Kollegen unterwegs bei Sachsens Nachbarn. Und zwar geht es zu den berühmten Marienbader Quellen. Und wir sehen uns wieder am Ahrensee. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.